Bei der täglichen Flut von 13 Milliarden Werbebotschaften ist das weltweite E-Mail-System dem Kollaps nahe. Mehr als 80% aller Viren werden über E-Mail verbreitet, darunter auch die gefährlichsten und effektivsten. Für alle IP-Plus-Kunden hat Swisscom einen innovativen Antiviren- und Spamfilter entwickelt. Dieser internationale IP-Plus-Backbone von Swisscom, welcher sich auf dem neuesten technologischen Stand befindet, ist kompromisslos redundant und überlastungsfrei aufgebaut. Dieser Serverraum ist an einem höchst geheimen Ort untergebracht, von dem wir Ihnen hier nur die folgenden Koordinaten verraten dürfen. 704 300 östlicher Länge und 245 460 nördlicher Breite. Der Hochsicherheitstrakt befindet sich in einem unscheinbaren Riedberg, welcher von der Spezialeinheit Blattgrün rund um die Uhr bewacht wird. Gegen diese gnadenlose Kampfeinheit ist kein Unkraut gewachsen. Hinter einer strahlen- und säurensicheren Panzertüre befindet sich das Herzstück von IP+. Eine Art Mail-Relay, durch das sämtlicher ein- und ausgehender Mailverkehr durch deren Gateway geht. Das Gateway besteht aus mehreren Filter-Engines. Zuerst werden die E-Mails dekodiert und zu lokalen Chunks entpackt, die zur Antiviren-Engine geleitet werden. Hochqualifiziertes Reinigungsfachpersonal scannt dann diese Daten und verhindert mit modernster Technik, dass diese E-Mails weitergeleitet werden. Diese speziell entwickelte Filtertechnik setzt eine ungeheuerliche Fingerfertigkeit voraus. Je nach Virenart kommen andere Mittel zur Bekämpfung zum Einsatz. Bei sogenannten Kriechviren genügt ein Spray, welcher in der richtigen Dosierung auf das Stück des Kabels gesprüht wird, in dem sich der Schädling gerade befindet. Bei Tanzviren setzen wir eher auf den Überraschungsmoment, was eine zentimetergenaue Treffsicherheit voraussetzt. Gegen so bekannte Beispiele von Viren wie Code Red oder I Love You kommt in Zukunft eine ganz neue Generation von Reinigungsgeräten zum Einsatz, welche auch auf solche Art von Großangriffen sauber und effizient reagieren können. Gegen die schlimmsten Feinde, die Springviren, haben unsere Laboratorien den Nassklatscher entwickelt. Ein Stab mit einem durchschnittenen, lappenähnlichen Teilstück, das rasch und gezielt auf diese Angriffe reagieren kann. Im zweiten Stadium werden der Inhalt und die Kopfzeile der E-Mail analysiert und Spam-Werte gesammelt. Wenn sich dann zu viele davon angesammelt haben, werden sie mit einem auf rein biologisch-physikalischer Basis gebauten Spam-Stöpsel, wie ihn die Profis im Fachjargon nennen, keimfrei abgezogen und umweltfreundlich entsorgt. Swisscom Enterprise Solutions. Internet ohne Viren und Spam.